Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute wird es spannend, auch für mich. Die Natalia, die hat mich über den Facebook Messenger angeschrieben und hat mich gebeten, ob ich so ein paar Sachen für sie, für den Thermomix halt umwandeln könne. Denn ihr Projekt ist gerade von der Catty Tull, das Standardwerk für luxemburgische Küche und Esskultur, halt sozusagen umzuwandeln für den Thermomix. Natürlich kann ich jetzt nicht ein ganzes Buch umwandeln und viele von diesen Sachen sind von der Küche her schon ein bisschen teurer, ne? Von wegen Kalbsfleisch und so weiter. Und ich mag gerne Rezepte, die einfach sind, die man schnell nachmachen kann, die trotzdem was hergeben und auch nicht so tief in den Geldbeutel gehen. Deswegen war das für mich jetzt so eher nicht so interessant. Außer da war ein Rezept dabei, und zwar der gefüllte Streusel. Und ja, mal gucken, was die Luxemburger Küche so hergibt. Und ich zeige euch mal, ich habe es umgeschrieben, ich zeige euch mal, was wir dafür so brauchen. Das ist ein absolut interessantes Rezept, weil dieser gefüllte Streusel ist kein Blechkuchen, sondern es ist ein Springformkuchen. Der Teig wird in Bällchen geformt und reingesetzt und abgebacken und anschließend wird er einmal durchgeschnitten und mit Vanillecreme gefüllt. Mal gucken, ob ich das heute so hinkriege. Ihr seid jetzt mal live dabei, wenn ich versuche, ein Rezept, was ich umgeschrieben habe, umzusetzen. Auch werde ich jetzt hier nicht alle Zutaten auf meine Arbeitsfläche bekommen, weil die ist einfach zu klein und werde sie euch nach und nach präsentieren, aber euch mal vorlesen, was wir brauchen. Also für den Hefeteig brauchen wir schon mal 200 Gramm Vollmilch und 20 Gramm Hefe, 50 Gramm Butter und Weizenmehl 405er brauchen wir 300 Gramm. Dann ein Teelöffel feines Meersalz. Und mancher mag jetzt fragen, warum Meersalz und nicht normales Salz. Zuerst steht halt so im Rezept. Und das Meersalz im Übrigen hat weniger Natriumchlorid und ist somit auch bekömmlicher. Dann 50 Gramm Zucker, ein Ei, das habe ich schon verquirlt, und zwei Eiweiß. Die Eigelbe von diesen zwei Eiweiß, die stelle ich mir noch zur Seite, die brauchen wir nachher für die Vanillecreme. Dann für die Streusel brauchen wir 50 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Weizenmehl. Und für die Vanillecreme 500 Gramm Milch, eine halbe Vanilleschote, zwei Eier, die zwei Eigelb. 100 Gramm Zucker, 30 Gramm Stärke und nachher Puderzucker zum Bestreuen. Aber wie gesagt, das kriege ich jetzt nicht alles hier. Das wird leicht unübersichtlich. Wir beginnen jetzt damit, dass wir schon mal unsere 200 Gramm Vollmilch in den Mixtopf geben. Dazu kommen noch unsere 20 Gramm Hefe. Gramm Butter, um die Hefe zu starten, gebe ich mir einfach eine Prise Zucker dazu und will das jetzt auflösen, und zwar auf 3 Minuten. Komm schon, 3 Minuten 37 Grad auf der Stufe 2. So, das hat sich jetzt perfekt aufgelöst und da kommen jetzt hinein 300 Gramm Weizenmehl 405, ein Teelöffel von unserem Meersalz. Gramm Zucker kommen noch dazu und das verquirlte Ei. Das Ganze wird jetzt verknetet und zwar auf der Teigstufe 3 Minuten. Also, wie ihr schon in der Einblende gesehen habt, am Anfang, also im Rezept steht 300 Gramm Mehl. Als ich das dann, es war mir schon suspekt, aber als ich habe es einfach mal gemacht, ne?
Und als ich dann nach dem Kneten aufgemacht habe, habe ich gedacht, im Leben nicht. Das war ja wie Creme. Da habe ich nochmal 150 Gramm Mehl nachgegeben und es untergeknetet und dann war es perfekt. Also nicht 300 Gramm Mehl, 450 Gramm Mehl. Und jetzt geht's weiter. Für die Streusel geben wir jetzt unsere 50 Gramm Butter in den Mixtopf. Dazu kommen dann noch die 100 Gramm Zucker und die 100 Gramm Weizenmehl. Das Ganze wird jetzt verrührt und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 6. Dann wollen wir die Streuselmasse umfüllen. Ihr seht, das ist alles noch so ein bisschen bröselig und fein. Ne? Aber es ist auch noch nicht warm. Durch die Hände, wenn wir da halt den Streusel drüber streuen und verkneten, durch die Wärme der Hände schmilzt sozusagen die Butter in der Streuselmasse. Aber das werdet ihr nachher sehen, dann lässt die sich richtig gut verteilen. Wir nehmen uns jetzt eine Springform und ich nehme immer meine Dauerbackfolie. In dem Set sind immer zwei Stück. Und die eine habe ich noch weiter eingeschnitten. Die waren nur bis hierhin eingeschnitten, aber die habe ich noch weiter eingeschnitten, damit die auch in eine 26er Form reinpassen. Brauche ich nämlich einfach nur reinzudrücken. Und wie ihr seht, habe ich dann keine Probleme mit dem Einfetten oder sonstigem, ne? Das ist schon praktisch. Dann wird unsere Arbeitsfläche ein bisschen, die Backunterlage ein bisschen eingemehlt. Wie ich mir gedacht habe. Also 300 Gramm Mehl am Anfang waren ja schon ein bisschen wenig und dann habe ich ja noch 150 Gramm dazu gemacht und jetzt ist er perfekt. Schaut mal. Na, jetzt ist der Hefeteig wirklich perfekt. Den formt ihr euch einfach so ein bisschen und dann einmal in der Mitte durch. Das auch nochmal. Das auch noch mal so, dass ungefähr 8 gleichmäßig große Stücke entstehen. Die Springform setze ich mir schon mal auf Seite und dann nehme ich eins von meinen Teiglingen und forme die rund. Das mache ich mit allen so. Dann gucke ich mal hier, der ist ein Ticken größer, den setze ich in die Mitte und die anderen 7 setze ich einfach drumherum. So sieht das dann jetzt aus. Jetzt nicht verrutschen. So, könnt ihr es sehen? Ja, dann holt ihr euer Eiweiß aus dem Kühlschrank und dann verquirlt ihr euch das ein bisschen. Und mit dem verquirlten Eiweiß pinselt ihr euch jetzt die Kugeln ein. Und dann nehmt ihr eure Streuselmasse und fangt die an, so ein bisschen zu kneten. Und durch die Handwärme werden das richtig gute Streusel. Seht ihr? Kann man das sehen? Ja. Einfach mit der Hand ein bisschen kneten. Und diese Streusel gebt ihr jetzt auf eure Knödelchen drüber.
Bin mal gespannt. Ich habe ja keine Ahnung, wie es eigentlich aussehen sollte. Es war kein Bild dabei, gar nichts, sondern nur Text. Ich habe mir überlegt, zu Kugeln formen auf dem Backblech oder so. Und dann habe ich sie nochmal angeschrieben. Da sagt sie, nee, das kommt in der Springform, der ist rund. Naja, wollen wir mal gucken. Gucken wir mal, wie es wird. Das Ganze soll jetzt so stehen bleiben und nochmal gehen. Decken wir es ab. Ich schätze so um die 20 Minuten. Dann geht es auch schon weiter mit unserer Vanillecreme. Die bereiten wir uns zu 500 Gramm Vollmilch brauchen wir. Jetzt brauchen wir eine halbe Vanilleschote, aber ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar, ich habe mir sie eingepackt. Das ist eine aus dem herkömmlichen Handel und das ist da, wo ich sie herbekomme. Ja, und ihr seht also, ne? Die ist vertrocknet und die ist schön saftig. Die glänzt sogar noch so sehr, dass es richtig noch bappt, ne? Also, ich werde sie euch mal verlinken unten, wo ich die herbekomme. Und nochmal das Vanillezuckerrezept dazu werde ich euch auch nochmal unten drunter schreiben, weil ihr spart so viel Kohle, ernsthaft. Und die hier, eine halbe Vanilleschote, zeige ich euch mal, was ich rauskriege. Von der halben. Oh, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man lachen, ne? Das kriege ich raus aus einer halben Vanilleschote. Eine halbe, Leute. Gell? Und die Vanilleschote und das Vanillemark gebe ich auch in den Mixtopf. Dazu die zwei Eigelb. Ups. Und noch zwei Eier. Auch mit hinein. Dann Speisestärke 30 Gramm. Und 100 Gramm Zucker. Habt ihr keinen TM6, dann stellt ihr euch das Ganze jetzt ein auf 7 Minuten 90 Grad auf der Stufe 3. Falls ihr einen TM6 habt, dann geht ihr einfach rüber an Dickfunktion und die stellt ihr dann, und zwar könnt ihr das hier oben auf dem Infobutton mal nachlesen, habt ihr zum Beispiel Verdickungsmittel. Ei als Verdickungsmittel, dann stellt ihr es ein auf 80 Grad. Arbeitet ihr mit Stärke oder Mehl, was ja in diesem Fall der Fall ist, stellt ihr es auf 100 Grad. Und einfach 100 Grad anstellen. Der berechnet dann selber, wie lange er braucht. Das sind hier jetzt 12 Minuten. Vanillecreme ist fertig. Oh ja, schaut mal, wie schön die schon schwabbelten, wenn die kalt ist. Ist die bestimmt richtig schön steif. Herrlich. Die muss jetzt komplett abkühlen. Damit die keine Haut zieht, nehme ich ein wenig Frischhaltefolie. Und leg mir die direkt oben auf die Creme drauf. Dann bekommt die nämlich keine Haut. Und das darf jetzt abkühlen. Jetzt geht's los. Ha, tada! Sehr schön. Jawohl. Die Zwischenräume sind alle geschlossen. Schaut mal, so sieht's jetzt aus. Na? Sieht doch schon mal yummy aus.
Den stelle ich jetzt auf die zweite Schiene von unten auf das Rost für ungefähr 30 Minuten. So, schaut mal. So schön ist er geworden. Herrlich, oder? Sieht doch toll aus. Hat eine richtig schöne Höhe erreicht. Und den lasst ihr jetzt in der Form für ungefähr 10 Minuten, außer ihr habt jetzt hier so eine Dauerbackfolie benutzt. Dann könnt ihr das einfach schon mal abheben. Nur noch nicht von der Platte ziehen. Da ist noch zu. Ja, das würde ich mich noch nicht wagen. Ich lasse ihn jetzt so 10 Minuten stehen und dann setze ich den auf ein Kuchengitter und lasse ihn vollständig auskühlen. So, der Kuchen ist ausgekühlt, ne? Sieht doch schon mal schön aus. Und das können wir einfach wegklappen. Hinter mir steht jemand und guckt die ganze Zeit zu und ich krieg das Grinsen da nicht aus dem Gesicht. Okay, sie ist neugierig, wie ich Filme drehe. So, ich habe hier ein ganz normales Brotmesser, weil es ist ja ein Hefeteig und ich versuche das jetzt mal der Hälfte, das zu halbieren. Mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, wäre es blöd. Dann muss ich das Ganze ja nochmal machen. Bitte, bitte, sei halbiert. Ja. Ich schiebe mir das jetzt mit so einem Schieber einfach so drauf und stelle es mir zur Seite, weil das müssen wir nachher ja wieder oben drauf setzen. Und den Boden direkt schon auf der Platte, wo ihr es auch servieren wollt. Und jetzt haben wir hier unsere Vanillecreme. Die ist sehr gut ausgekühlt. Die rühre ich mir gerade noch mal mit dem Spatel so ein bisschen auf, damit sie sich auch leichter verteilen lässt auf dem Kuchen. Ihr seht, die ist also wirklich sehr cremig und auch steif. Da läuft euch also nachher nichts raus. Aber schön geschmeidig machen. Und das dann einfach ab auf den Kuchen drauf. Ich glaube, da brauche ich diesen einen Spatel überhaupt nicht mehr. Das geht auch wunderbar hiermit. Schön. Und dann nehmen wir den Deckel und geben den oben drauf. Und an den Seiten, wo es halt ein bisschen rausgequollen ist, das könnt ihr ja gerade ein bisschen abnehmen, damit das sauber aussieht. Das war gar nicht viel. Schaut mal, so schön ist er jetzt, der gefüllte Streusel. Ich werde dann nachher noch ein schönes Bild von machen, aber ich lasse den jetzt sich noch ein bisschen setzen. Das heißt, ungefähr eine Stunde stelle ich den bestimmt noch kühl. Ich mache dazu einfach den Springformring noch mal oben drauf, nehme Frischhaltefolie und decke ihn ab, damit er im Kühlschrank nicht austrocknet. Einmal so rum.
Und einmal so rum. Ja, und wenn ich ihn angeschnitten habe, mache ich auch vom Anschnitt nochmal ein Foto. Und das war's dann. So, liebe Natalia, ich habe dein Rezept jetzt umgewandelt und ich hoffe, es gefällt dir. Aber wie gesagt, die 300 Gramm Mehl in dem Rezept waren definitiv nicht ausreichend. Ich habe jetzt mit 450 Gramm gemacht und das ist optimal. Ich hoffe, das passt dir so. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß bei der Nachbereitung. Und falls ihr den Kanal noch nicht kennt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Einfach nicht da, da. Aufs Wasserzeichen drücken und Glöckchen aktivieren, dann bekommt ihr meine Benachrichtigung. Ich stelle online Montag, Mittwochs und Freitags und wünsche euch damit halt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, eure Claudia.